Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Bell. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Promis duellieren sich gegen Hobbygriller. Diese Konstellation ergibt die Grillparty des Sommers. Das letzte Wort hat die Jury, bestehend aus Selfmade-Millionär Hausi Leutenecker, Gourmet-Koch Pascal Schmutz und Style-Profi Clifford Lilly. Na dann, bon appétit! Heute bei Die Promigriller. Freeskierin Miriam Jäger. Ihren größten Erfolg feierte sie 2015 in Kreischberg, als sie sich die WM-Bronzenmedaille auf der Halfpipe sicherte. Den größten privaten Erfolg verbuchte sie nach eigenen Angaben am Tag des ersten Kusses mit Raphael Beutel. Im Duell gegen Hobbygriller Marcel Stucki. Der urchige Schweizer Unternehmer lässt beim Grillieren nichts anbrennen. Ich grilliere heute Miriam. Weil ich bestimmt mehr Erfahrung im Grillhaus sehe. Den Messer grille ich heute runter, weil ich einfach nie verliere. Mögen die Spiele beginnen. Hier ist unser Grillchef, Freddy Kamera. Hallo miteinander und herzlich willkommen. Heutige Tagesmenü, das Pascal Schmutz extra für euch zusammengestellt hat, ist ein geräuchertes Lamiastück auf Sauerrahmherdöpfel mit Sellerie. Alles, was ihr dazu brauchen, ist hier auf der Hobelbank. Für das Ganze habt ihr eine Stunde Zeit. Wenn ihr ein Problem habt, könnt ihr mit dem Glöckli läuten. Komme ich eine Minute zu euch und euch Tipps verraten. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Auf Flamme, fertig, los! Komm da. Also, Sellerie, das ist. Du musst das Fleisch am Stück, machen. Du musst das Fleisch würzen und marinieren. Was? Ich kann es marinieren. Ein bisschen Öl, ein bisschen Salz, Pfeffer. Du Was? Und du musst marinieren. Nachher muss das Fleisch so sein. Wenn der Daumen gerade ist, so muss das Fleisch nachher sein. Herdöpfel, du hast Salz, Olivenöl, alles drauf. Also, die schneiden nicht? Nein. Ganz machen. Salz, Pfeffer, Olivenöl. Auf den Grill zu. So schnell wie möglich. Dann werden sie mutschig. Dann kannst du sich ein bisschen verstampfen. So schnell wie möglich. Ein bisschen verstampfen und du musst von dem ein bisschen und du alles mit dem Sauerrahm mischen. Sauerrahm, Herdöpfel und das miteinander mischen. Also, das muss ich zuerst machen. Öl, Pfeffer, also. Salz, Pfeffer und das dritte habe ich auch schon wieder vergessen. Muss ich, Salz und Pfeffer, das muss lange. Das denke ich auch. Hat es keine Folie? Stimmt, ich brauche Folie. Mach mal die Augen Folie. Auf. Geht doch. Ich kaufe dir jetzt eine Brille. Aha. So nach 5 Minuten habe ich gewusst, dass ich gute Chancen habe. Das mag sein. Sag mal, Miriam, wie heißt dieses Gemüse? Das ist das Ding dort. Wie heißt's? Ja. Wie heißt's? Nein. Sellerie. Gratuliere. Sellerie. Noch nie gesehen. Ich habe noch nie Sellerie gesehen. Wie machst du den Sellerie? Hast du schon einen Plan? Das ist top secret. Das ist top secret. Sellerie. Gibt doch so Sellerie-Sticks, nicht? Kann man kaufen. Mit so Soße. Mit Spinat. Nein, ausgerechnet Sellerie-Salat. Okay, ich habe eine Challenge für euch. Ihr kennt doch bestimmt die Schweizer Nationalhymne. Ja? Vor euch steht eine Tafel mit dem Text der Hymne. Nun müsst ihr die einzelnen Teile in die richtige Reihenfolge bringen. Wer den ersten Fehler macht, muss den ganzen Text auswendig lernen und hier vorsingen. Okay. Und wer darf anfangen? Du, Miriam. Ich? Ja. Oh, jetzt ist doch ein Sellerie drauf. Sagst du das auch versteckt? Nein, ein bisschen runter, dass es klar wird, weißt du? Als alte Freeskierin solltest du die Hymne ja aus dem FF kennen. Ja, das soll ich ja müssen singen.
Das war leider falsch. Wir freuen uns auf Miriams Interpretation der Nationalhymne. Scheiße! Dritte Morgen, roter Herr, seh ich dich im Strahlenmeer, dich du hoch. Ohne Text und mit Gefühl, bitte. Dritte Morgen, roter Herr, dritte Morgen, roter Herr, seh ich dich im Strahlenmeer, dich du hoch erhaben, herrlicher Wende. Wenn Frieden firn sich rötet, betet, freie Schweizer betet. Eure fromme Seele ahnt. Gott im Herren Vaterland, Gott den Herrn im Herren Vaterland. Wunderbar gsi. Bravo! Es ist gar kein richtiger Satz, wirklich, oder? Jetzt musst du denken, das ist vor Jahren. Das kann man wirklich nicht auswendig lernen. Ich glaube, als Schweizer sollte man die Hymne schon kennen. Das ist mir gerade ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. So sollte es sein. Adi. Hat er zwei Mal hier auf den Grill. Darf man mal das Fleisch haben? Nur, wenn du noch weißt, welches Fleisch auf dem Menü steht. Ja, die Leber. Falsch. Was ist es? Niere? Okay, wenn das so ist, hier deine Leberniere. Grüß Chef, bitte. Was kann ich tun für dich? Aber jetzt die Herdöpfel drin. Ja, das ist super. Das tue ich dann einfach anziehen mit Zwiebeln nach Knoblauch. Ja, und ein bisschen von denen hier, oder? Okay. Alles klar. Du tust nachher mischen mit den Herdöpfeln. Das alles, was du mischst, ist Herdöpfel, Sauerrahm und Sellerie. Das Herdöpfel, Sauerrahm habe ich dann in den Herdöpfel. Okay. Die tue ich dann so anrichten. Das ist gut. Du das hier. Genau. Alles klar. Das Beil ab. Und das Fleisch. Jetzt Salz und Pfeffer. Genau, Salz, Pfeffer, Öl. Schön medium braten, schön rosarot. Aber schön anrichten auf dem Teller. Räuchern. Mit denen. Ein bisschen außen an den Rand anlegen. Okay. Wenn man starke Hitze über, dann gibt es einfach noch die Zeit schon. Okay. Danke. Wenn man den Geschmack vom Fleisch oder vom Fisch mal anders haben will, kann man das Zederholz nehmen und kann den Fisch oder das Fleisch dort garen. Oder man tut einfach direkt im Grill räuchern. Das gibt ein ganz spezielles Aroma. Ich will gerade überlegen, wie man das Fleisch mariniert. Ich würde ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Ja, marinieren heisst doch irgendwie etwas so reintun, oder? Das scheint mir eine andere Sportart zu sein. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen am Anschlag. Wirklich extrem am Anschlag. Vielleicht kann ich dir ja noch ein bisschen helfen. Ja, ich weiß nicht, ob ich dir so trusten soll. 100%, ich verspreche dir's. Wollen wir jetzt das Fleisch auf den Grill tun? Da? Ich würde noch gar nicht. Scheiße. Das geht nicht. Ich tue noch etwas Öl dran. Öl als Fleisch? Oder soll ich es in eine Folie tun? Nein, ich würde dem Fleisch noch etwas Öl geben. Scheiße, das ist einfach keine gute Idee. Gib jetzt mal so einen Try. Yo, gib doch mal einen Try. Man kann eben nicht überall gut sein. Wenn man grilliert, sollte man so wie unsere Kandidaten alles direkt auf dem Grill machen. Somit muss man am Schluss keine Küche mehr putzen. Ich glaube schon, dass man hier den Vorderteil von dem Sellerie verwendet, oder? Oh. Was? Der Vorderteil? Sicher nicht der Vorderteil. Ja. Das ist ein Sellerie, ist ein Sellerie. Das ganze Teil ist ein Sellerie. Was für eine Erkenntnis. Es ist am Räuchern, das sollte ich mal checken. Keine Ahnung, Räuchern, ich knall das einfach auf den Grill drauf. Nur mal, wie es räuchert. Ja, warum? Schmeck mal. Schmeck mal. Ja, ich habe einen super Tipp bekommen vom Grillmeister. Das hättest du auch, Miriam, wenn du dem guten Mann etwas besser zugehört hättest. Irgendwie habe ich die Herdöpfel aufgeschnitten, die Soße rein tun und das ist einfach irgendwie nicht in die Herdöpfel gegangen. Hey, ja, whatever. Also. Nicht ein bisschen. Habe ich probiert, geht nicht, dann ist er gerade abgebrochen. Da, siehst du? Da. Aber durch ist er. Das habe ich noch nicht probiert. Aber. Das wäre vielleicht von Vorteil. Ja, whatever. What the heck? What the what?
Aha. Oh, ist warum ist das so steif? Achtung, Schlusssport. Eine schöne Sauerei gegen einen urchigen Teller. Stopp! Finger weg! Rien ne va plus. Gut. Wichtig ist, dass man das Fleisch nach dem Grillieren noch ein bisschen rüber lässt, weil dann tritt auch weniger Fleischsaft aus. Und hier unsere phänomenale Jury. Yeah, Starkoch Pascal Schmutz, Style-Profi Clifford Lilly und last but not least, Wurstkönig Hausi Leutenecker. Wer gewinnt die goldene Wurst? Los und go! Oh. Rieseladige du, rieseladige du. Jetzt haben wir zuerst gesagt. Der Buch ist noch eine Zimtstange. Okay, der ganze. Fang an. Gib mir ein. Gib mir von Messi. So, und jetzt von Miriam. Ist sicher. Natürlich von Miriam. Durch dich bin ich nie. So, essen Sie mal. Ein guter. Ein bisschen wie ein Nacht. Very nice. The lamb here is delicious. Ich essbar. Es geht nicht viel zu reklamieren. Also, man isst mit den Augen und hier war es mediocre, nicht so schön auf die Teller. Hingelegt, ich glaube. Aber es hat blau sehr gut geschmeckt, aber super geschmeckt. Der Lamm war fein, fein, fein. Die weiße Teller, leider muss ich weniger Punkte geben und meine Punkte sind so. Beim blauen Teller ist das Lamm wunderbar rosarot, knackiges, frisches Gemüse. Sauerrahm, Herdöpfel waren perfekt. Hat schön ausgesehen. Beim weißen Teller mit dem Lamm hat man wahrscheinlich eine Lawine auslösen. Das war ziemlich trocken. Darum weiß 4 Punkte, blau 8 Punkte. Blau war sehr gut. Das Fleisch nicht zu fest, richtig durch. Man hat es gut essen. Das andere leider ist ein bisschen zu hart für mich. Aber ich gebe dir Punkte. Und der Gewinner ist Marcel Stucki. Ja, Bessi. Na ja, das denkst du. Nächste Woche bei Die Promigriller. Finger sind nicht wichtig bei mir, ja, weil ich verdiene mein Geld mit meinen Brüsten und nicht mit meinen Fingern. Mach mit beim Promigriller-Wettbewerb und gewinne Bellwürste und Fleisch im Wert von 150 Franken. Wie heißt der Freund von Miriam Jäger? A. Raphael Beutel, B. Vujo Gavrich. Sende eine SMS mit dem Kennwort Griller A oder Griller B und deine Adresse an die Zielnummer 920. Eine E-Mail an griller@z1.ch oder rufe uns an unter 0901 595 509. Jeder Anruf und jede SMS kostet 90 Rappen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Bell.